Wie geht es dir? Bist du zufrieden? Mit dir und der Welt? Ja, das, am Abend werde ich mehr zufrieden sein, wenn alles okay ist. Am Abend werde ich mehr zufrieden sein, wenn alles okay ist. Die Muslima ist auch schon auf dem Weg rüber. Die sind schon da. An alle Männer und Muslima darf man keine Hand geben. Wa? Die Frauen ja, aber Männer ist eine Beleidigung, die wird auch keine Hand geben. Ja, dann müssen wir auch checken, wo wir es dann da herstellen. Und da um 5 kommt der von der Stadt, der macht das Niveau, dass das gerade stehen würde. Dann muss man mal schauen, wann er es putzen kann. Er putzt jetzt was hinter und dann tun wir das raus und dann nehmen wir das auf Gabel mit. Also er putzt jetzt die beiden vom Holz? Nur die Oberseite und die untere Seite mit Plexiglas. Den Rest kann er nachher putzen. Okay, super. Du bist als Zuschauer dabei heute. Ja, ich bin ja der Regisseur und Intendant. Wir bauen einmal da jetzt. Aber ich hab ganz ähnliche Arbeit schon gemacht. Mit denselben Utensilien. Aha. 10 Jahre her in der Kunsthalle Krems und auf der Documenta 11 habe ich das gemacht. Da habe ich einen Neger ausgestellt, einen schwarzen, in dem Glaskasten. Und es hieß einer für alle. Und wer kommt jetzt als Muslima? Die Muslima war meine Krankenschwester. Ach so. Und als Krankenschwester ist die immer in weiß gewesen, aber auch mit Kopftuch komplett. Und dann habe ich mit der halt öfters geredet und dann bin ich dahinter gekommen, dass eine sehr helles, kluge Frau ist, sehr wach, dass die es freiwillig macht. Und so kam ich dann auf die Idee, ein Stück mit ihr zu machen. Ursprünglich, ganz ursprünglich, wenn ich sie jetzt nicht kennengelernt hätte und wenn ich den Unfall gehabt hätte, hätte ich das selbst gemacht. Weil ich in der Burka drin, du erkennst es ja nicht mehr. 9 von 10 Menschen erkennen nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Speziell, wenn du nicht ganz nahe rankommst. Und das war der Ursprungsgedanke. Und als ich sie dann kennengelernt habe im Krankenhaus und ich festgestellt habe, dass sie ganz offene Person ist und sie mich dann mal angesprochen hat, wie man so Dinge macht, dann kam ich auf die Idee, das mit ihr 1:1 zu machen, also nicht zu faken. Und dann war der Weg ganz kurz. Da sind sie schon. Okay. Hallo. Der Filler. Hallo. Das ist der Bruder von der. Sie darf keine Hand geben. Hallo. Den Bruder, ja. Im Islam begrüßen sich Frauen untereinander und Männer untereinander, nicht, dass sie das als Unhöflichkeit wahrnehmen. Das vernehme ich nicht als Unhöflichkeit. Schön, gut. Habe ich schon verstanden. Und sie darf auch nicht alleine mit einem Mann in einem Raum sein. Und dann habe ich schon gefragt, wie geht denn das im Krankenhaus? Musst du Männern den Arsch und Männern den Schwanz wahrscheinlich putzen? Und? Dann hat sie eine geile Sache. Not bricht Gebot. Das ist die Regel im Islam. Da sie Krankenschwester ist und da sie hilft, darf sie das. Aber außerhalb des Kontextes ihrer Arbeit, wo quasi die Not nicht mehr da ist, da ist es verboten. Und können Sie jetzt sagen, wie es Ihnen jetzt geht vor dieser Aktion? Haben Sie sowas schon mal gemacht? Nee, sowas habe ich noch nie gemacht. Nee. Also ich bin sehr offen für neue Sachen und mal schauen, ich lasse es auf mich zukommen. Was werden Sie jetzt machen müssen? Also ich stelle mich eben in den Schaukasten und setze mich hin oder bleib stehen und dann schaue ich die ganzen Leute, die vorbeikommen. Und schaue ich mir die ganzen an und dann. Du wirst ja auch angesehen. Genau. Aber sie wirst ja dann sehen. Sie ist in der Burka, oder? Man sieht ja nichts mehr, oder? Man sieht nur ihre Augen. Und ich habe halt dann nur Blickkontakt. Und haben Sie keine Angst, dass Sie sich da irgendwie ausstellen? Nein, gar nichts. Nein. Ich habe damals den Schwarzen ausgestellt, vor mehr als 10 Jahren, in Krems. Das ist sehr rassistisch. Und da ist es auch, der Aufbau war gleich, nur ein Schwarzer drin und habe lange gecastet. Ich habe 50 Schwarze gecastet, bis ich genau den Typen, den ich haben wollte, gehabt habe. Und habe das dann im selben Jahr nochmal gemacht, auf der Documenta von Enswer Okzwui. Reaktionen damals? Ja, das ist positiv gewesen. Vor allen Dingen von ihm auch. Er war auch dabei und hat es verstanden. Mhm. In,
In Krems war es anders. In Krems gab es Mord- und Bombendrohungen. Vor der Ausstellung habe ich große Ausstellungen gemacht. Und noch bevor das losging, gab es Bombendrohungen. Da musste das Museum gesperrt werden. Und da ist vorher zuerst alles mit einem großen Trupp vom Sonderkommando durchsucht worden, ob im Museum keine Bombe gelegt wurde. Und erst als das klar wurde und der Polizeischutz, konnte dann die Aktion realisiert werden. Okay. Harald, sagst du ihnen, wo die das Niveau herbauen sollen? Siehst du, so groß ist deine Kiste. Und so hoch bist du. Ich gebe dir einen Hocker oben rein, dann kannst du auch sitzen. Ich meine, das müsste man eigentlich noch holen. Im Hotel im Bad ist ein kleiner Hocker, ein wunderschöner. Mit ich muss ja noch zum Hotel und die Kleidung holen. Ja, das machen wir dann später. Du kannst dann auch, weil wenn du reingehst, das werden wir hinten ums Eck machen, weißt du? Da möchte ich nicht. Ich möchte in der Burka möchte ich nicht, dass die Frau hier jemand sieht. Du wirst in der Kiste daher transportiert, wird abgestellt und dann fangen die an, die Kiste zu entkleiden. Und in dem Moment, wo das entkleidet ist, bist du auf dich selbst angewiesen. Dann bleib, wie gesagt, keinen Kontakt mit niemand aufnimmt. Die werden versuchen, wahrscheinlich anzusprechen oder so. Gar nicht. Also aber es kann sowieso nichts. Es kann sowieso nichts passieren, weil niemand rein kann. Und die Kiste ist verschraubt und du versperrst die auch von innen. Es kann niemand rein, nichts. Und die Kiste ist so schwer, die könnte nicht umgeschmissen werden, sollte es Aggressionen geben. Glaube ich aber nicht. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja, ja, ich auch. Ja, ich müsste so, damit genau, das auf der Seite ist, oder damit ihr da. Wie weit vorne bist du da? Bisschen davor, ja, bis zum Rand. Harald, brauchst du mich im Moment? Die nächsten Viertelstunden gehen wir kurz in die Ausstellung hoch mit den Zeigesinnen. Ich gehe jetzt mal in die Ausstellung hoch, ja. Das ist nicht so einfach. Not so easy. Das war der Beweis, dass das Flatz-Museum behindertengerecht ist. So ist es, ja. Das Flatz-Museum, sagst du zwei, drei Worte dazu, wie ist es entstanden? Ja, 2004 oder 2005 war ich mal da und habe mit dem Kulturreferenten der Stadt ein Gespräch gehabt. Und by the way sagte er zu mir, warum verlassen so potente Leute wie Sie das Land und kehren nicht mehr zurück, wenn Sie erfolgreich sind. Sag ich, weil es da keinen Hintergrund gibt. Es gibt keine kulturelle Basis, es gibt keine intellektuelle Basis. Und dann sagt er zu mir, was muss man tun, dass ein Künstler zurückkommt? Und sage ich, Künstler braucht zwei Dinge. Er braucht einen Arbeitsplatz und braucht eine Wohnung. Das wäre eine Grundvoraussetzung. Und dann habe ich gesagt, und ich würde auch ein Museum brauchen. Und sagt er, wozu ein Museum? Sage ich, weil ich sehr große Sammlung habe. Nicht nur von eigenen Werken, auch von anderen Künstlern. Und dann sagt er, wir haben gerade ein Glück. Das Gebäude ist das ehemalige Naturkundemuseum des Landes Vorarlberg gewesen. Und die stand leer und war quasi fast eine Bauruine. Und dann hat er mich darüber geführt und hat mir das gezeigt. Und sagt er, können Sie sich vorstellen, dass Sie da ein Museum entwickeln und dass Sie das Gebäude entwickeln? Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache mir Gedanken. Und dann habe ich die Konzeption für das ganze Haus entworfen, dass es unten eine Buchhandlung ist, dass ein hochwertiges Restaurant ist, dass alles, was zum Leben gehört, die Integration, dass noch ein Museum ist, und zwar Vorarlberg hat gehört oder hat die besten Holzbauarchitekten, die es auf der Welt gibt. Vorarlberger Holzbau ist weltberühmt. Das ist ein Stock tiefer, ist sozusagen das Vorarlberger Architekturinstitut, das sich vorwiegend eben mit der Technologie des Holzbaus auch beschäftigt, auch Ausstellungen macht, und in dem Stock ist eben das Flatz-Museum etabliert. So kam das zustande. Ist also in diesem Raum eigentlich alles Fahrzeuge, beziehungsweise es geht um Mobilität. Haben diese einzelnen Arbeiten irgendwie einen Bezug zueinander oder gibt es da zu jedem eine Geschichte? Ja, es ist pervers oder absurd, dass ich in dem Rollstuhl, der da hinten steht, vor 20 Jahren nach einem schweren Motorradunfall gesessen bin. Aber natürlich, der ganze Raum zeigt ja die Programmatik in meiner Arbeit. Und die Programmatik war immer Konstruktion und Dekonstruktion. Da ist eine Gruppe, die gehört zusammen, die heißt
Lost Generation. Das sind alles sehr wertvolle Teile gewesen. Das Fahrzeug zum Beispiel war ein wertvoller Oldtimer, der nur 800 Mal gebaut wurde. Der war rot und elegant und tadellos und würde auf dem Oldtimer-Markt, wenn er noch perfekt wäre, $120.000 bringen. Als Kunstwerk bringt er mehr. Wie auch zum Beispiel die Skulpturen, die Motorradskulpturen, die waren vorher nagelneu. Das war mir auch wichtig, dass sie funktionstüchtig sind. Also ich habe sie aus dem Kontext herausgenommen, verändert durch einen künstlerischen Eingriff, aber wieder zurückgeführt. Die tradierte Waren- und Kulturästhetik wird einfach umgekehrt durch sowas. Ich kann eine nette Anekdote erzählen. Ich komme aus Arbeiterverhältnissen von ganz unten. Und als das Museum eröffnet wurde, waren meine Eltern auch da. Und da ist mein Vater von einem Fernsehmann gefragt worden, wie finden Sie das? Ihr Sohn jetzt berühmt, hat ein Museum. Und dann sagt mein Vater, er hat zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dann fragt der Moderator ihn, ja, was denn? Sagt er, einerseits hat er ein Museum und andererseits hat er seinen ganzen Schrott los. Also es zeigt, wie sozusagen das Werteverhältnis funktioniert, wenn es sozusagen so eine narrative Wiedererkennung hat, wie eben Fahrzeuge. Aber für mich sind ja keine Fahrzeuge, es sind Skulpturen, es ist Kunst. Aber ich muss jetzt runter zum... Ja, gut, dann bis später. Danke. Danke. So, who helps me for a moment? Ah, Scheiße. Ich würde sagen, wir testen es jetzt mal, dass du auch reingehst nach oben, dass du ein Gefühl hast, wie du das nachher machst. Okay. Mach richtig zu, dass es komplett so ist, dass du einmal das durchgespielt hast. Und dann den Plexiglasdeckel, genau. Ja, jetzt ist gut, ja. Super. Und jetzt komm einfach wieder raus. Und ich würde dich bitten, steh am Anfang. Und wenn dann sich die Leute entfernt hat und du später dann müde bist und eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, setz dich hin. Okay, gut. Und sonst bleibst du einfach in der Mitte stehen und... In welche Richtung soll sie schauen? Ach so, ja, nee. Ja. Wie wird sie jetzt hingestellt, in welche Richtung steht sie? Das ist Richtung Tür nachher. Das ist Richtung Tür? Mhm. Okay, dann stell dich, das da. Dann stellst du dich, dass du so stehst. Okay, das heißt, ich schaue Richtung Museum. Richtig. Genau, wo du vorhin gestanden bist. Okay. Richtig, exakt. Okay. Geht's, Burcu? Ist es okay? Entspann dich und du hörst, wenn der Motor angeht, dann setz dich drin auf den Boden. Okay, bis gleich. Die Leute sind da, ihr könnt anfangen. Okay, dann stelle ich mich nach vorne. Kunst wird auch international verschifft in Kunsttransportkisten und im Grunde genommen ist es ja auch ein Kulturtransfer. Dass eine fremde Kultur oder eine fremde Religion plötzlich sich in einer anderen Kultur platziert. Und in dem Fall passiert es über Kunst, wie Kunst funktioniert. So ähnlich ist mein Gedanken- und Hintergebäude auch gewesen. Voll professionell.